Jo, heute gibt es mal wieder Impressionen aus dem wunderschönen Wieser Flachland. Ja, und es war ein Sonnabend tatsächlich ohne Regen. Und das haben wir natürlich für diverse Outdoor-Aktivitäten genutzt. Also, geht los. So, heute gibt es ein dänisches Brötchen und die gute Sanddornmarmelade zum Frühstück. Sonne scheint, perfekt. Heute ist Gartenarbeit angesagt, wenn es mal nicht regnet und ja, so ein bisschen Hauch von Frühling ist da. Insofern will ich mal ein bisschen sehen, dass ich die ersten Beete vorbereite. Das Wichtigste, Kaffee ist am Start. So, ich denke, man sieht das ein bisschen schon. Also, wenn da was stehen geblieben ist vom letzten Jahr, das macht eigentlich überhaupt nichts aus. Aber eine Wildblumenwiese erfordert auch ein wenig Pflege. Das Gemeine ist, es kommt immer wieder viel zu viel Gras durch. Und hier das Beet, das war ja letztes Jahr so drück, da war so viel Gras, da habe ich mir gedacht, Mensch, egal, das gräbst du nochmal um. Und ja. Ich bin mal gespannt, bei mir im Garten übrigens, die Phacelia kommt schon hoch. Es ist ja dieses Jahr viel zu warm, war ja gar kein Winter da. Und mal sehen, wann das erste blüht. Also da bin ich echt schon mega gespannt. Ja, die Chefin hat heute mich so ein bisschen überwacht. Und jetzt seht ihr schon, ja, meine Laufstrecke. Ich war noch laufen, Schaumburger Wald. Das habe ich ja schon öfter gesagt, das ist der totale Wahnsinn, was da an Bäumen abgeknickt ist. Also zum Teil sieht das da richtig traurig aus. Alles nur gefällt. So, nächstes Video kommt in Kürze. Ich sage liebe Grüße, schönes Wochenende. Ciao.